Tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Er war schon, die war schon echt bissig, ne? Also war schon gerechtfertigt, irgendwo. Dass wir einen Planeten vernichtet haben. Erst Mond und dann einen Planeten. Naja, gut. Was soll ja mal passieren? So, muss mal gucken, was wir denn alles gemacht haben schon. Waren wir schon da hinten? Ach, hau ab. Wird das schon? Glaube nicht. Wir waren auf jeden Fall da, waren wir schon, da waren wir schon. Haben wir noch nicht gemacht? Da waren wir nicht, nun gehen wir jetzt mal hier rein. Wo das aussieht, dass wir da auch einfach hinlaufen können, aber wir nehmen natürlich den Staubsauger. Den Transportsauger, oder? Es ist gar nicht das. Wird hier drüber. Das ist Black im. Ah, okay, gut, gut, dann waren wir ja nämlich schon. Hui! Und da kommt man wohl. Wo ist denn das? Gehen wir jetzt mal als nächstes hin. Vielleicht finden wir dann endlich mal raus, wo die blöde Klingel herkommt. Aha, der Weg ist noch offen. Wir brauchen ein paar Schmetterlinge. Ja, du bist eine Toilette. Schmetterling dabei. Alter, wirklich? Dann packe ich die Augen. Und Schmetterlinge. Wo sind die blöden Augen? Ich höre sie doch die ganze Zeit. Und dieses blöde Klingeln nervt mich auch übel. Ja, was sind die blöden Augen? Das Klingeln kommt definitiv von hier. So, das war Nimble mit dem Rennen. Hä? Ja, die haben wieder irgendwo festgehangen. So, Mr. Quack. Grüße, willkommen bei der galaktischen Kraftprobe, dem ultimativen Test für angehende Rekruten. Rekruten? Aber natürlich, wenn du stark genug bist und den Ball nach ganz oben bekommst, dann erhältst du das goldene Artefakt und wirst offiziell voll bewaffnete Flam... was? Blamphibie. Meine Vater hat eine Verwirrung. Ja. Für gewöhnlich nehmen wir keine Außerirdischen, aber ein Grünton scheint zu passen. Was meint ihr, Rekruten? Wir probieren es mal aus, besonders wenn es sich um goldene Artefakte dreht. Das ist richtig. Das ist die richtige Einstellung. Rekruten. Ja, stellt eure Kraft auf die Probe, indem ihr so hart ihr könnt auf diese Plattform schlagt. Zeigt, was ihr könnt. Ja. Kommt schon, das könnt ihr doch besser. Ja, ja, geht los. Das sollte jetzt nicht ganz so schwer sein. Ah, zack. Rein theoretisch müsste ich die doch auch so kriegen. Also. Ja, aber ich wollte mal ausprobieren. Dieses Klingeln. Alter. Was ist. Na gut.
Oh, ich muss ja bestimmt gleich von ganz oben machen. Ja, ja, ja. Ja, nicht getroffen. Verdammt. Ich gehe schon hoch. Fast hättet ihr es geschafft, Rekruten. Versucht es nochmal. Okay, kann ich denn, wenn ich... Ja, kann ich. Ja, ich kann auch einfach so machen, ne? Okay, den da zu treffen wird natürlich schwierig. Ich hab doch getroffen! Okay. So, da muss man ja zu Fuß hin. Dann gehen wir da nochmal zu Fuß hin. Ah, ihr blöden Augen. Niemand mag euch. Ihr seid die doofsten Kreaturen im ganzen Spiel. Ist auch noch was. Ah, wir machen erstmal seine Aufgabe. Sind noch aktiv hier. Oh, und abends an die Kunden wie euch gewinnen wir den Krieg. Die, was für ein Krieg, Alter. Oder kämpft ja auch gegen Kapital B und seine Scharen. So. Also machen wir so einen Sprung und dann. Ach Mann. Alter, dieses Klingeln, ne? Ich drehe gleich durch. Hä? Denn irgendwie noch höher? Ich muss mir aber kurz daran gucken. Nebenbei vor allem überlegen, wie man das andere macht. Okay, warte, ich mach das anders. Das macht natürlich Sinn, wa? Ja. Ach du feurige Blasphemie. Wie habt ihr denn das geschafft? Großartige Leistung, Rekruten. Ihr habt euch als vollwertige Kampfmaschinen erwiesen. Mehr als qualifiziert erwiesen. Alter. Deine Feinde Blasphemien werden sich angesichts unserer neuen grün-lila Kampfmaschine in die Hosen machen. Nehmt euer goldenes Artefakt und dann ab in den Krieg mit euch. Rekruten. Ja, kann man das bewegen? Ist das, oder liegt das jetzt hier fest? Ah, es liegt da jetzt einfach. Na gut, da hätten wir das auch gleich gedacht. Und da müssen wir ja weg. Ach komm, ja. Ja. Geht's auf die Insel. Oh, dann kommen wir hier weg. Ich will weg von dem blöden Geklingel, ey. Oder mir sagt endlich jemand, was es ist. Yeah. Jetzt wird der Blöde. So, das haben wir gemacht. Beziehungsweise noch nicht ganz. Und das haben wir gemacht. Da geht es. Dahin. Ja, doch, das haben wir auch gemacht.
Was haben wir gemacht? Oh, ja. Viel noch mehr Schaden. Davor. Sehr schön. Dann geht's dahin. Da geht aber auch nur ein Rohr weg. Nach da oben. Da hinten ist auch noch was. Da ist auch noch was. Aber gibt schon eine Menge zu sehen. Was? Warum? Was wollt ihr von mir? Warum soll ich denn da nicht lang? Ich schwitze, ich sitze, ich schwitze, Alter. Na, meine Freunde. Alle mit Helm. Alle befördert wurden hier. Mensch. Ich bin aber stolz auf euch, meine Freunde. Da waren wir schon. Ah, da ist sie. Wir reden mal mit ihr. Na? Hey, dich kennen wir noch gar nicht. Du bist kein Bösewicht, oder? Kommt drauf an. Wer fragt? Wir sind die Helden. Du hast uns vielleicht schon auf der Spielverpackung gesehen. Ah, ihr seid hinter diesen goldenen Pages her, nicht wahr? Da kann ich euch vielleicht helfen. Ich habe da oben was gesehen, was wie ein Pidgey aussah. Da oben. Wow, da geht es aber weit hoch. Ja, und ihr werdet gute Ausrüstung brauchen, um da unversehrt hochzukommen. Mein Schild ist beschädigt, also kann ich nicht selbst gehen. Leila hat einen eigenen integrierten Schild. Vielleicht können wir ja helfen. Ja, vielleicht könnt ihr das. Habt ihr je von den Plamphibien gehört? Das ist ein gefährlicher Haufen, mit dem man sich nicht anlegen sollte. Die bauen eine Geheimwaffe da auf dem Planeten. Zum Glück kenne ich eine Schwäche. Wenn ihr es da hoch schafft, könnt ihr die Selbstzerstörungssequenz aktivieren. Im Falle des Diebstahls ihres Planeten schützen soll. Sehr vernünftig. Würde ich ebenfalls so machen. Ich kann das Kraftfeld des Flugschachts zerstören, mit dem ihr nach oben kommt. Aber ich komme wegen dieser Schilde nicht nah genug ran. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich schwäche die Schilde für euch und ihr findet eine Möglichkeit, sie auszuschalten. Dann kann ich auf der anderen Seite zu euch stoßen. Bin ich jetzt durch? Ich muss bestimmt. Nein. So. So ist es richtig. Jetzt zerstört den Rest. Achso, die sind ja gleich zerstört. Ah, okay. So, also. Ja, das war übel schlau. Eine Feder. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Ja, kommt da Applaus, bitte. Dankeschön. Und noch einmal. Jawohl. Was ist denn da für Blödsinn hier? Meine Güte. Die Schilde sind unten. Du kannst jetzt rüberkommen. Ah,
gute Arbeit. Wir wären ein tolles Trio. Eine Weltraummacht, mit der zu rechnen wäre. Du hast nichts gemacht, Eule. Gut Arbeit bisher. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich öffne diese Tür für euch, damit ihr nach oben gehen und den Selbstzerstörungsschalter finden könnt. Er ist im Graben. Aha. Ja, der hat ein cooles Armband. Wie heißt sie eigentlich? Hat uns gar nicht verraten, ne? Die Tür ist offen. Hoch mit euch. Findet den Selbstzerstörungsschalter des Planeten. Hat es nicht verraten? Na gut, dann gehen wir nach oben und los. Ich bin mir nicht sicher, ob die Roten auch tödlich sind, wenn wir geschützt sind. Aber wir werden es wohl gleich wissen. Warte gerade ein bisschen. Nein! Wo springt er denn hin? Ich dachte gerade, wir fallen jetzt runter. So, damit wäre das auch zerstört. Nutze die Macht des Drehsprints, Yoka. Ja. Was hatte ich vor, Lehre? Jetzt geht's aber steil hoch. Hui, ah, ich muss bestimmt. Ah, ja, okay. Deswegen der Hinweis mit dem Drehspind. Wir sind da noch drin, ne? Ja, der Peachy kleidet sanft runter, ja, gut klar. Habt ihr das gesehen? Erst so zack und dann der Planet so boom und Yoka so yeah. Das habt ihr gut gemacht. Der Angriff auf die Heimatwelt der Plamphibien kann beginnen. Was geht ab, Lele? Ich dachte, wir verhindern einen Angriff und starten nicht selbst ein. Ah, haben wir schon wieder Blödsinn gemacht? Halt, warte. Sie sind geschwächt. Das ist meine Chance, mir ihre Artefakt zu holen. Kann das sein, dass wir gerade Blödsinn gemacht haben? Wo ist der Planet? Also, wo sind wir? Und gehen wir mal wieder runter. Also, und zacki. Überlege ich gerade. So, wir müssen hier wieder zurück. Können wir einfach fliegen. Was haben wir denn die Fähigkeit? Da unten ist übrigens Kratos. Ich habe ihn gerade gesehen. Der fehlt ja hier noch. Hatte ich irgendwie schon. Hatte ich vergessen. Fiel mir gerade ein, was ich sehe. Und. Ich befürchte, dass das Kratos ja wirklich gar nicht so einfach wird. Ah, wir brauchen die Peachys, die brauchen wir eigentlich noch.
Ja, easy, 4 Stück. Ist das schon safe, dass wir Endgegner machen können? Ich würde nur gerne die Welt zu Ende machen und dann. Okay, gibt's auch eine. Warum sieht das aus, als ob es uns angreifen würde? Dann irgendwie. Ich erinnere mich ein bisschen an Nier Automata hier. So, welchen Zweck erfüllt das Feuer? Bin mir nicht sicher, ob das reicht, denn ich habe gerade was gesehen. Na, jetzt lass mich doch mal hoch, ja. Hier müssen wir Strom sein. Okay, das reicht nicht. Ich dachte, es reicht vielleicht, dass wir hier so glühen. Aber das reicht scheinbar nicht. Dann müssen wir auf jeden Fall zu Strom werden. Willst du rein? Du gehst rein. Cool. Rostis Innenleben. Okay. Hier ist eine Batterie. Ja, dann gehen wir wieder raus. Wo war's? Okay, ich weiß, wie es geht. Das, wir müssen jetzt einmal das. Einmal nicht runterfallen und hier rein schnell. Und jetzt dürfte gleich Feuer spucken. Oder warme Luft zumindest. Jawohl!